Herzlich willkommen zurück. Stardew Valley. Und mit der Küche. Yay. Also zuallererst mal. Zum Glück ist hier drin Zeit angehalten. Ne, ist nicht. What? Zeit wird hier nicht angehalten. Also ich will hier zuallererst. Bauen die das einfach um, ey. Ich kann das große Bett nicht verschieben. Das ist ja frech. Drehen kann ich das auch nicht. Naja, okay. Dann lass mal das erstmal so, nicht so viel Zeit verschwenden. Küche. Das heißt, ich müsste jetzt tatsächlich Kisten hier drinnen anbauen, weil eine Art Kühlschrank. Ah, doch, hier ist ein Kühlschrank. Küche ist hier überall das gleiche, oder? Das ist bloß eine dekorative Küchenzeile. Okay, wir haben ja schon doch ein paar. Fried Egg. Egg und Milch, Omelette. Fisch, Glazed Jam. Ach, ein Jam und Zucker, okay. Trout Soup. Brot aus Weizenmehl. Aber Weizenmehl kann ich, wie es aussieht, nicht selber herstellen. Pancakes. Maki Roll. Nö, das scheint nicht selber zu gehen, Weizenmehl. Oder ich habe es noch nicht gelernt, das kann natürlich auch sein. Omelette, Sardine. Öl, Vinegar. Radish habe ich nicht allzu viele. Red Cabbage, die habe ich noch gar nicht. Red Cabbage. Wann hätte ich die anbauen sollen? 213 Energie, alter Schwede. Aber alleine Omelette nur aus Eiern. Okay, da müsste man Eier aufheben. Ich mache ja aktuell so viel Mayonnaise draus. Also eigentlich, ich habe noch nicht wirklich ein Rezept für irgendwas, wo ich großartig was aufgehoben habe. Wenn ich mal ehrlich bin. Omelette und Parsnip Seeds, Cave Carrot und Winterroot. Miner Street. Werde ich wohl noch ein bisschen Fernsehen gucken müssen, ehe ich das sinnvoll einsetzen kann. Oh, halt. Ah, das ist bloß ein Rerun. Und morgen wird es aber wieder schön. Okay. Jetzt dann aber hier ran an den Speck. Weg damit. Gib mir irgendwas. Eine Blackberry. Dann das Golderz. Oh, ist jetzt unwesentlich größer eigentlich das Haus von außen. Zack, dann brauche ich zwei Getreide. Hier habe ich zwei Mais. Hier habe ich genug. Danke. Hallo. Ah, acht Platz. Nein! Soll nicht immer so verfressen sein, der Kollege hier. Plopp. Oh. Nein! Ja, damit jetzt. So. Plopp, 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 plopp. Plopp. Abbauen muss ich hier gerade nichts. Nein. Rein damit. Rein damit. Und weg damit. Weg damit. Aus Mais hätte ich auch aktuell noch gar nicht so viel machen können. Da ist noch ein einzelner Pumpkin. Boah, das ist sogar ein Goldner. Da habe ich aber schon fünf, oder? Ja. Kommt der weg? Ist bestimmt gut was wert. Das sieht gut aus, gut aus, gut aus, gut aus, gut aus. Die Pumpkin-Ernte müsste bald soweit sein. Okay, die Mine könnte mal gehen. Wir könnten in die Mine. Die Tiere müssen wir füttern. Nein. So, das eine Ei hebe ich dann mal auf. Bock, 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 bock. Klack, 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 klack. Viermal Getreide. Was übrigens zum Eierlegen ist. Ja, das essen die nicht. Nee, da legen die ihre Eier rein, habe ich gelesen. Einmal mit dem Milchpott. Die Milch hier rausgezogen. Du hast keine. Du hast keine, aber hier die braune müsst ihr auch wieder haben. Ach, wenn die dick sind, wenn die etwas dicker sind, kann das sein, dass sie dann Milch haben. Gut, dass wir uns einig sind.
Zwei Milch. Oh, sind das Large Milk? Eine Large Milk muss ich aufheben. Awesome, eine Large Milk. Hat zwar kein Large Cheese, aber ist ja egal. Pop. Sehr stark. Wieder ein Objekt mehr von einem Bundle, was wir besitzen. Wieder einmal etwas mehr, was wir quasi loswerden können. Das gibt nochmal ein bisschen Kohle. Die geben 300, 500. Das Ei wollte ich aufheben. Das kommt in den Kühlschrank. Eigentlich könnte man da direkt mal was kochen. Plopp. Plopp. Es gibt ja auch so ein Bundle. Diese Friendships-Bundles sehen ja eigentlich alle so aus, dass ich da irgendwas für kochen muss oder sonst was. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Lass mich kurz nachdenken. Ja, nee, dann nehme ich jetzt nicht das Pferd. Wenn ich jetzt nochmal in die Mine gehe, obwohl... Ja doch, ich sollte schon... Ich könnte angeln gehen. Ja, ja, ich gehe angeln. Oh, ich habe die Angel dabei. Nicht, dass er großartig rumtönt. Er geht angeln. Nur die Angel nicht dabei. Wäre nicht das erste Mal. Holz brauche ich jetzt nicht so dringend, dass ich Holz fällen gehen müsste. Gehen wir mal lieber noch ein paar Flussfische sammeln. Was habe ich denn? Oh. Sunfish, Catfish, Shad und Tiger Trout. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon alle habe. Es gab ja sowieso so viele Fische, aus denen ich quasi was angeln konnte. Nein! Ja, jetzt habe ich es verpasst, weil ich gerade zum Controller wechseln wollte. Dammit! Gamepad activated. Gamepad activated. Nee, dann heute kleine Angelfolge. Ich hoffe auch, dass... Oh, im Winter wird das auch alles zugefroren sein, oder? Gute Frage. Was muss ich hier drücken? Okay, X muss ich drücken. X zum Auswerfen, ah, Langbar. Genau die brauche ich übrigens nicht. Oder die habe ich, glaube ich, schon. Die war sogar Silber. Die ist sogar ein bisschen was wert dann. Ach, X geht auch, ich wollte schon sagen. Also A. Also X. Also die linke Taste am Xbox-Controller. Goddammit. Sowieso die größte Verschwörung der Welt. Wupp, aber aus keinem Grund. Weißt du, PlayStation hat das X unten, Xbox hat das X links und Super Nintendo oder sowas hat es damals oben, glaube ich. Ja, Alge kann auch nicht schaden. Gehen wir ein kleines bisschen angeln. Oh, das beißt sogar richtig gut. Ich könnte an den Strand heute, ist stürmisch. Da gibt es bestimmt eine Menge Zeug. Dann machen wir das doch gleich mal. Ein Karpfen. Ein Karpfen ist da aber eigentlich ein... Nee, ist schon ein Flussfisch. Stimmt schon. Oder? Ist ein Karpfen ein Flussfisch? Ich habe keine Ahnung von Fischen. Das gleich mal vorneweg, ja. Also bitte nicht sauer sein, wenn ich hier Sachen behaupte, die einfach nicht stimmen. Wie zum Beispiel ein Karpfen sei kein Flussfisch. Karpfenforelle schmeckt alles lecker und damit ist der Sache für mich erledigt. Der Emo läuft im Regen rum. Ich will zum Strand. So weit zum Strand, dass ich fast das Pferd hätte doch gelohnt. Hm, hier ist nix. Ah, da ist eine Clam. Die nehmen wir mit. Meins. Wow, nice. Musel. Oder Massel. Hm. Plop, 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 plop. Oh ja, da sehe ich Korallen. Da sehe ich Korallen. Geld. Hallo, hallo. Zwei. Drei. Naja, so richtig viel war das jetzt nicht. Hat der ja was zu melden? Ich bin noch nicht bereit. Okay. Leck mich doch. Pop, 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 pop. Ich gehe mein Gerät ins Wasser hängen.
Angeln wir hier noch fünfmal. Dum, 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 dum. Oh, ich dachte schon, das war's wieder, aber nee, das macht wieder bloß. Abum. Ring, ring. Ja, nee. Oh. Oh. Sardine mit einem neuen Rekord. Ich weiß nicht, ob die Fische unterschiedlich viel wert sind, wenn sie unterschiedlich groß sind. Das wäre natürlich auch mal noch cool zu wissen. Ja. Oh, oh, oh. Red Snapper. Da muss ich tatsächlich gucken. Ich glaube, den brauche ich noch. Ich habe zum Beispiel noch nicht einen dieser blöden Nachtfische. Da müsste ich eigentlich mal nachts angeln gehen. Eine Sardine, okay. Noch mal her hier. Komm, ein Fisch geht noch. Einer geht noch. Kostet ja nichts. Es kostet tatsächlich nichts. Doch, es kostet Energie. Okay, jetzt bin ich raus. Blödes Seaweed. Gehen wir mal rüber an den anderen Steg. Gucken wir mal, was da abgeht. Plopp. Ach so. Bom, bom, bom. Kann man eigentlich hier... Kann man hier... Das soll jetzt nicht das Ding anangeln. Ich wollte gucken, ob ich es anmachen kann. Kann ich aber offensichtlich nicht. Habe ich überhaupt noch Bait an der Angel? 13. Passt. Der steht hier am Steg im Regen. Was ist mit dem eigentlich nicht richtig? Könnte man ja auch mal nach drinnen gehen. Boah. Hallo. Das hätte ich fast gerissen, ey. Da entwischte mir doch noch mal ganz kurz vorher. Tilopa, den habe ich aber schon, das weiß ich. Oh, Max. Nice Maximum. Komm schon. Mehr als ein Seaweed, bitte. Mehr als ein Seaweed. Da muss mehr gehen. Ihr seid's doch bescheuert. So, jetzt habe ich es gesagt. Gehe ich lieber wieder im Fluss angeln. Ich gehe mal an dem Stein angeln. Mal, ob man da was Besonderes fangen. Nice, perfekt. Gibt das einen Bonus? 13-Inch-Sardine. Sag ich jetzt nicht nein. Was ist die wert, die 13-Inch-Sardine? Ja, 180 dachte ich mir schon, genau wie alle anderen auch. Die Fische sind alle nicht so wirklich viel wert. Die zumindest nicht, die ich gefangen habe. Da gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der ein bisschen mehr wert ist. Ich mach mal einmal rechts angeln, einmal links angeln. Blub, blub, blub. Oh, oh, oh. Der haut aber... Hallo! Hallo! Hallo, was ist denn mit dir nicht richtig? Hallo? Hallo? Ja, ja, ach... Dich doch. So. Muss dir auch mal gesagt werden. Was war das denn jetzt? Ach stimmt, ich wollte ja eigentlich zu Robin mir den Kalender kaufen. Das war ich, habe ich ja jetzt gestern nicht geschafft, weil sie den ganzen Tag nicht da war. Der Laden hat heute eh zu. Ich versuch's dann jetzt nochmal, aber wenn ich Pech habe, komme ich zu spät. Fast zu weit, fast zu früh abgebogen. Links. Zack. Rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Ja, passt. Oder man könnte auch diagonal sagen, das wäre aber langweilig. Von daher. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Du sollst nicht die Tür anangeln, du Pfosten. Hey. Gib mal hier, Schoppo. Ja, ich pack mal kurz den Controller wieder weg. So. Du hattest doch. Plasma-Fernsehen. Kommt aber irgendwie wahrscheinlich kein anderes Programm. Ist nur sauteuer. Den Kalender jetzt mal noch gekauft. Ach, die Hauspflanze. Achso, ja. Die Pflanze kaufe ich noch. Achso, es ist bloß eine weitere Pflanze. Table, Tische. Ja, ist alles nicht so besonders. Wooden Lamp Post Recipe.
Ne, ich mag die Brazier. Obwohl, so ein Stein. Das nehme ich auch mal noch mit. Crystal Path. Kein Bock auf den Crystal Path. So. Ja. Jetzt nochmal mit dir reden hier. Haus Upgrade. Das nächste kostet 50.000. Alter Schwede! 150 Pieces Hardwood. So ein Big Coop wäre halt, denke ich, das nächste. So ein Big Coop. 400 Holz, 150 Steine. Da kümmern wir uns dann schon mal darum. Aber Holz habe ich gerade gar nicht so viel. Das heißt, ich gehe tatsächlich mal ja den Baum wegknacken. Steine sollte ich. Oh, ich war wieder nicht im. Ich war wieder nicht im Special Forest. Hab mir nicht meine 8 Hardwood abgeholt. Das darf ich definitiv nicht so oft vergessen. Nee, okay. Ich dachte, ich habe Würmer gesehen. Weil ich das brauche. Wir haben ja gerade gesehen, ich brauche 150. Es ist allerdings auch noch nicht so spät, dass das jetzt großartig bereut werden müsste. Komm mal her hier. Sieht alles gut aus, sieht alles gut aus. Dann nach links. Machen wir das auch noch schnell. Wenn ich hier nämlich immer nur 8 kriege und ich brauche 150, dann brauche ich alleine schon fast 20 Tage, ey. Plus minus mal 2, 3 vergessen. Ja, der Kollege könnte auch mal bitte ganze Sätze schreiben und nicht immer alles in ein Wort. Nicht immer jedes Wort in eine Zeile. Sorry about that. Hallo. Na. Plopp. Na komm, ein. Ja, passt. Okay. 8 Hardwood. Mehr ist hier heute auch nicht. Und die Früchte oder sonst was? Nö. Na, da wollte der mich noch glatt anspringen. Hier war ich auch sogar schon mal roden. Kann ich eigentlich? Den kann ich nicht, weil das ein spezieller Baum ist. Sieht man ihm auch an, der hat ja eine ganz andere Form wie alle anderen. So. Gehe ich hier ein bisschen Holz machen. Oh. Was sagt die Uhr? Geht noch. Warum sammle ich jetzt eigentlich gerade so viel Holz? Hat das irgendeinen Grund? Ich könnte mir das Upgrade. Ach so, wegen dem Upgrade auf dem Big Coop. Ja. Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich das habe. Wegen dem Upgrade. Dem Upgrade. Auf den Big Coop. Da kommt nämlich auch nochmal eine Kürbisernte. Dann sollte ich das jetzt auf jeden Fall vor dem Winter alles noch klar kriegen. Ja, das war so klar. Der weg zum Schutz, der weg, der muss aufgehoben werden. Eine Sardine wird aufgehoben. Karpfen und Tilopa, die habe ich definitiv schon. Das alles ist okay. So, dann kurz hier rein. Den Kalender her. Und die Kakteen her. Die Kakteen kann dann mal da so hin. Hundi hängt hoffentlich hier nicht in der Vase fest. Die kann dahin. Der Kalender. Muss an die Wand. Muss an die Wand. Achso, ganz oben an die Wand. Okay. Habe ich Leas Geburtstag verpasst? Ah ne, die hat im Winter. Weg hier. Jamedy Jam. 3 Früchte habe ich nicht zufällig. Früchte. Mach mal Pickles, gar kein Problem.
Das ist natürlich auch was, was gut im Winter geht hier, dieses, diese Harze. Ein Heu gerade mal aus der ganzen Fläche rausgeholt, ey. So, Honey. Ah, jetzt haben die echt nochmal Honig produziert. Und das ist natürlich jetzt billig Honig. Das erinnert mich gerade. Okay, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Das hebe ich auf, hebe ich auf, hebe ich auf. Weg, 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 weg. Okay. Richtige Kiste? Falsche Kiste. Es war die richtige Kiste. Entschuldigung. So, und das kommt da rein. 24 Hardwood ist ja schon mal gar nicht so übel. Genau, ich wollte gucken, wie viel Holz ich habe. 450 brauche ich. 107! Oh. 107 habe ich. Scheiße, wächst ja nicht der Wald. Hier ist ein Baum gewachsen. Der wird gleich wieder plopp. Die Acorns bringen wir auch gleich wieder aus. Wir müssen ja hier langsam aber sicher anfangen. Da ist auch noch ein Baum. Da ist gleich rausgefallen. Hat dich aber auch nicht gerettet. Hat nur zur Folge, dass ich jetzt drei habe. So, der kommt dann eh weg. Einfach nur, damit das hier ein bisschen planmäßig aussieht. Okay, das waren jetzt gerade mal 32 Holz. Da werde ich das mit dem Coop upgraden doch jetzt erstmal vergessen können. Obwohl es kommt hier... Also Geld ist ja nicht das Problem, Holz ist das Problem. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich Holz kaufen gehe. Da gehe ich lieber außen wildern. Ölpressen alle in Betrieb, Fässer alle in Betrieb. Das alles in Betrieb, Betrieb, Betrieb. Drachi macht das nichts aus, wenn er draußen steht. Es ist schon wieder sehr spät. Echt jetzt? Aber man kann ihn zur Seite backen. Ich wollte schon sagen, er ist jetzt nicht euer Ernst. Gut, ich nehme die Seite am Kamin, ist ja klar. Boah, sogar nochmal ganz gut. 4000 in die Kasse gespielt hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.